Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim LS22, unserem Projekt Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir fahren jetzt gerade hier die letzte Ende von der 68 ein. Und zwar zum Unternehmer 38.353. 353 Hüsse plus 52.300. Das heißt, wir sind irgendwo bei 90.600. Ja, 96 genau. Und das wollen wir natürlich auch abrechnen. Und dafür müssen wir einmal den Unternehmer anrufen. Aber bevor wir das machen, starten wir erstmal unseren Helfer hier. Upsala. Und zwar unseren kleinen, was ist das? Ist das unser 7 oder 6er? Unser 6er, der kleinste Masse, den wir in der Flotte haben. Den starten wir erstmal hier, um das Feld 68 schon mal zu düngen. Ne, dass das Ganze natürlich schon mal fertig vorbereitet ist. Und eben neu bestellt werden kann. Also düngen, mulchen. Und dann geht es weiter mit Ansehen, Walzen, nochmal düngen und Pflanzenschutz. So, ja, wir müssen auch ein bisschen auf den Sprit aufpassen. Der Kollege hier hat nicht mehr allzu viel drin. Für Dünger wird es definitiv noch reichen. Aber da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir stehen bleiben, das wäre auch blöd. Gut, Helfer haben wir jetzt aktuell 2 Stück am Laufen, die fahren. Ja. Versteht kein Mensch, warum der da stehen bleibt. Macht aber nichts, fahren wir den Rest selber. Dann können wir den Helfer zumindest starten. Passt das von der Arbeitsbreite? Super, passt. Und dann fahren wir den 1050 selber hoch. Gut, ich bin mal gespannt, was wir bekommen. Beziehungsweise können wir mal... Ach, was ist denn hier vorne schon wieder los? Der Herr Müller. Was macht der denn? Oh mein Gott. Was hat der denn vor? Der will den großen Baum häckseln. Da hat er sich aber, das ist aber eine Hausnummer. Alter Vater. Mit so einem großen Häcksler rückt er an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Traktor schreit nach Werkstatt. Ich weiß, meine ganzen Traktoren schreien nach Werkstätten. So, was wir jetzt aber machen, ist erstmal anrufen. Und zwar den Unternehmer. Wo ist er denn? Moin hier. Ja, Anders, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, ich habe Ihnen Hafer geliefert. Das ist schön. Und zwar für die Proud Production. Okay. Ja, wieder wunderschönen Hafer. Und zwar wollen Sie wissen, wie viel? Nee, wieso? Dann muss ich dafür bezahlen, oder? Richtig. Also will ich nicht wissen. 90.650. Insgesamt. Waren zwei, hast du das noch oder hast du das schon in die Dings geschmissen, in die Mühle? 52.300 sind in der Mühle und 38.300 lade ich in 30 Sekunden ab. Okay. Fahr gerade bei Ihnen ins Unternehmen. Wir bei 2.751 für die 1.000 Liter Brot. Ja. Wir bei 171.500. Warten Sie mal ganz kurz, ich will mal was schauen. Brot. Welchen Monat sind wir aktuell? Mai. Sieht man doch, oder? Ist alles hier grün und so warm. Okay, gut, alles klar, machen wir so. Alles klar, bringt's den Rest dann, ne? Lade ich gerade ab. Alles klar. Super, ich danke Ihnen vielmal. Ne, wie viel kriege ich jetzt dafür? 171.447. Wo willst du denn damit hin? Ich kipp das ins Lager. Oben ist voll. Oben ist voll. Was? Oben ist voll. Oben ist voll? Ja, war voll. Warum deswegen habe ich das voll? Hier... Was? Warum ist da oben voll? Weiß ich doch nicht. Boah, da ist man mal ein paar Tage nicht da, du. Oh. Ja, das ist so, wenn man nicht da ist. Da läuft außer Rand... Oh, oh, oh. Was macht der denn da? Hör doch auf damit. Ja, okay, hast recht. Also oben ist voll. Alles klar. Gut. Okay, alles klar. Danke dir, ne? Ciao, ciao. Geld überweise ich gleich. Ciao. Ciao. Ey Junge, was geht ab? Mann. Nicht viel, bei dir? Was, schimpfst du schon wieder? Nee. Seit wann ist denn Warrior grün? Hä? Nein, du, nein, das ist der Krieger, Junge. Ja, aber seit wann ist denn Warrior grün? Der ist ja schwarz, oder? Warte mal, ich fahr mal vor, ich muss abladen. Der ist eigentlich schwarz, ja. Ja, warum ist der grün? Schwarz wird so von der Sonne angezogen, damit es im Sommer so heiß, das wollte ich nicht. Ich weiß warum.
Es hat was mit dem Sommer zu tun. Ja. Ja. Weil der, wenn der schwarz ist und im Sommer, du hast einen guten Sommer, dann schmilzt er zu so einem Klumpen zusammen. Geh in dein... Wegen der ganzen Blaste. Nein! Nein, nein, nein! 1050! Geh weg! Ja, steig in dein 1050 ein! So, warte ganz kurz, die 500 PS heulen kurz auf! Ja, pass auf, dass der Motor nicht ausfällt. Ich hab gehört, die haben das nicht so gut mit Motoren. Oh. Yo! Tschüss! Tschüss! So, sehr gut. Okay, der kann zurück zum Hof. Ja, haha. 171.000. Na gut, beim Brot haben wir ja auch Verlust mit drin. Jetzt muss ich aber kurz mal was gucken, was wir für Hafer sonst kriegen würden. Ja, guck mal, wir hätten eigentlich nur 92.000 gekriegt. Also wir haben über das Doppelte bekommen. Das passt schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, der kann einmal zurück zum Hof. Ziel setzen. Ernten ist aktuell nichts, meiner Meinung nach. Lass mal den einmal zurückfahren zum Hof. Oh, der düngt, das passt. Der hat's tatsächlich kapiert. Und dann laden wir hier einmal das Stroh noch ab. Fünfte Ladung übrigens. 5 war 44.000 Liter insgesamt. Och. Ja, und ich würde so gerne mal warten. Ich sag's euch. Ach, wir müssen auch an die Steine denken. Wir müssen. Herr Althaus ist mit 3 Hängern unterwegs. Wie meinst du das, mit 3 Hängern unterwegs? So, jetzt gibt es eine Möglichkeit, das möchte ich euch jetzt mal vorschlagen und da brauche ich jetzt eure Meinung dazu, Leute. Ich bin wieder rausgefahren. Da brauche ich eure Meinung dazu. Und zwar, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde wieder größere Mengen Baumwolle ansehen. Also das habe ich mir überlegt. Wie könnten wir vielleicht noch ein bisschen was bewirtschaften? Und zwar, wir könnten noch ein bisschen mehr Feld bewirtschaften, wenn wir am Ende mehr Zeit haben. So, passt auf. Wir haben jetzt die 68. Wenn die 68 durch ist, ist fertig. Wir haben wir nichts mehr zu tun. Wir haben zurzeit nur noch die 68 zum fertig machen, dann haben wir nichts mehr zu tun. Was wir machen könnten, wären Grünstreifen, aber wir könnten natürlich auch sagen, hey, die 70 ist fast erntereif und das Baumwolle drauf. Wir zahlen unseren Kredit zurück, holen uns die 70, die ist schweineteuer übrigens, holen uns die 70 unten und sagen aber, wir, weil Baumwolle ungefähr 8 Monate braucht, bis sie erntereif ist, also das ist, da hast du 2 Durchgänge Hirse oder Hafer geerntet, nur mal so zur Info, brauchst du ungefähr 8 Monate, dass wir sagen, dass wir hinterherkommen. 21, 63 ist noch nicht erntereif, da können wir noch nichts machen, die ist noch im Wachstum. Könnten wir sagen, wir machen auf 2-3 Felder, auch meinetwegen etwas größere Felder, Baumwolle. Was macht der denn? Warum fährt denn der so behindert? Hat er kein Gewicht oder was? Machen wir Baumwolle drauf. Dann haben wir länger Zeit, ne, weil das länger dauert. Können in der Zeit die anderen Felder bewirtschaften, haben aber große Felder, Baumwolle im Hintergrund, die reift, die zwar doppelt so lange dauert, aber wo wir richtig massiv Geld rausbekommen. Und in dem Sinne, also richtig massiv Geld rausbekommen und in dem Sinne natürlich auch dann sehr, sehr viel Kapital erwirtschaften. Alter. Halt, stopp! Halt, stopp! Was machst du da? Ich wollte den Gärtner besuchen gehen, der hatte mich gerade angerufen. Was machst du da? Ich wollte den Gärtner besuchen gehen, der hat mich gerade angerufen. Aber warum willst du auf einen Hof fahren? Weil der Gärtner bei dir auf dem Hof ist. Es tut mir leid, ich kann dich so nicht... Ah, sehr gut. Moment. Herr Gründlich? Hallo, Herr Gründlich? Hallo.
Also, ich hab. Ich wollte. Ist mir voll in die Karre gefahren. Guck mal, ich blinke eher gar nichts. Einfach also, kommen Sie mal her, Herr Gründlich. Hier ist überhaupt. Ja. Hier, gucken Sie mal, hier ist 1,50 Meter Platz. Weil aber Herr Gründlich, ich. Das ist Frechheit, was hier abgeht. Ja, ich. Darf ich mal kurz was fragen? Was passiert, Tino? Sein Mann. Herr Gründlich, ich möchte mal ganz kurz. Hallo! 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 Ist denn niemand aufgefallen, dass ich mehr Haare habe? Das ist Wahnsinn. Was? Hat er was gesagt? Weiß ich nicht, ich schreite immer so rum. Ob niemand aufgefallen ist, dass ich mehr Haare habe? Jetzt mal nicht so cholerik. Ja, Alter, was können Sie bitte mal Ihren Deutsch ausmachen? Ja, der klackert so. Ja, pass auf, ich habe nur eine Frage. Erstens möchte der Herr Althaus in mein Grundstück einbiegen. Hallo, ganz kurz. Der möchte in mein Grundstück einbiegen. Und das Zweite ist, Herr Gründlich, seit wann darf man dann 3 Anhänger fahren? Können Sie bitte Ihren Masai ausmachen? Ja, aber seit wann darf man denn 3 Anhänger fahren? Seit wann veranstaltet man Rennen mitten in der Stadt? Ja, auf der zweispurigen ist doch kein Rennen. Naja, es sah also, kurzfristig wie ein Rennen aus. So wie Ihre Mitarbeiter fahren, Herr Ferser, da wundert mich Billy, bei Ihnen gar nichts. Was? Hier, dein Mitarbeiter hat hier, pass mal auf, der Klarstein ist fast hinten reingefahren. Jetzt wird's aber richtig wild. Nee, pass auf, ist wirklich so. Der Klarstein hat meinen Mitarbeiter über unten ausgebremst. Der hat den gebremst testet, oder wie sich das nennt. Gebremst testet hat er den. Ja, gebremst testet. Männer. Du hast noch gefehlt. Und außerdem... Männer, wer hat die Null gewählt, dass du wieder redest? Blum. Gut, riecht ihr das? Ihr riecht wieder nach los, süß, ich muss gehen. Was? Alter, genau. Ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, dass ich dein Mitarbeiter ist über diese. Ich finde das schon interessant, dass man mit 3 Anhängern fahren darf. Also mal ganz ehrlich. Und wenn ich dem Herrn Althaus in den Trecker gefahren wäre, dann würden Sie das sehen, da wäre das ganze Blaster nämlich davon geflogen. Und jetzt muss ich los. Und Herr Ferser. Ja? Seit wann biegt man von der rechten Spur ab? Vielen Dank. Ja, wie Ihr Mitarbeiter das auch war. Nämlich nicht auf der linken Spur. Ja, jetzt kommst du mal bitte her. Herr Gründlich, kommst du mal her. Kommst du mal her, Herr Gründlich. Kommen Sie mal her. Sehen Sie die 2 durchgezogenen Linien? Wenn, dann müssen Sie den Herrn Althaus auch belehren. Aber da müssen wir dich auch belehren, weil dein Mitarbeiter ist nämlich da auch. Was denn? Wow, was hier denn? Wo kommt ihr denn her? Ich komm noch einer. Da macht hier sind 50. Also hier sind 50, mal ganz ehrlich. Also gut. Klär das mal. Das ist ja dein Hund. Darf ich jetzt mal kurz meine Story erzählen? Franz, da musst du jetzt. Was für eine Story? Wie du Gas gegeben hast beim Überholvorgang, was übrigens auch verboten ist? Was, Digga? Ey, Herr Gründlich, passen Sie mal auf. Also, wir haben es gesehen. Ich fahre ganz normal, da wurde die Straße blockiert von einem LU-Fahrzeug. Möchte ich gar nicht angreifen. Ich habe zur Seite gefahren, bin weitergefahren. Herr Ferser kommt, überholt, macht sein Fenster runter, kurbelt runter. Komm jetzt, gib mal Gas, Junge, dann kann ich nicht so Speed machen. Ich voll einer in der Waffel hat er. Wo kurbelt man Fenster beim Traktor runter? Das geht wahrscheinlich nur im Deutsch. Oh, Moment, Moment. Bei meinem Althaus müssen wir da unterstützen, weil Moment. Das LU-Fahrzeug stand halt hier da, weil... Hier? Gucken Sie mal hier. Herr was ist für ein LU-Fahrzeug? Ja. Was hängst du dich rein? Wieso tauchst du wieder? Du warst überhaupt nicht hier. Wenn der Mitarbeiter bald reingefahren wäre, weil der über 2 durchgezogen ist. Du warst überhaupt nicht hier, Junge. Nee, dort hinten steht mein Schlepper. Oh, warte mal, halt aus. Gesehen. Ja. Ah, hier, Sie haben Ihren Blasterschlüssel verloren. Es knallt gleich, mein Freund. Jetzt reg dich doch nicht auf, Tino. Wir haben uns immer gut verstanden. Also, pass mal auf, ich kann... Nein, jetzt will ich was erzählen. Ich erzähle jetzt meine Schilderung. Nein, Herr Gründlich. Ich möchte doch meine Schilderung erzählen. Bitte lassen Sie mich jetzt meine... Der hat es auch geschildert. Nein, ich will das jetzt erzählen, wie es war. Oh, wie ist ein kleines Kind. Ich möchte... Nein. Darf ich nur eine Sache noch anmerken, nein, bitte? Ja jetzt nicht. Jetzt rede ich. Eine Sache möchte ich noch anmerken. Von mir die Strafen verteilt. Oh, jetzt sind bevor Sie aber die Strafen verteilen, möchte ich bitte Ihnen noch erzählen, wie es war. Nein. Achtung, Scheiße, da hinten kommt ich habe jetzt schon 25 verschiedene. Oh, oh. Herr Spinner! Da ist der Name wieder Programm. Oh. Also, ich habe gedacht, er raucht voll rein. Zahlen einmal 5000 Euro Strafe dafür, nein. Dass von der rechten Spur nein. Abbiegen. Nein! Was ist mit seinem Mitarbeiter? Wer zahlt die Strafe? Sag mal, bist du bei... Herr Althaus. Ja. Gibt's hier ein Problem? Sie zahlen einmal 5000 Euro Strafe dafür, dass Sie mit 3 Anhängern unterwegs sind. Wir sind in Amerika, hier ist eine Gesamtlänge von 25 Meter erlaubt. Da hat er recht. Ehre entwendet. Wenn der Herr Gründlich... Oh, schön aus dem Chat gelesen. Wenn der Herr Gründlich sagt...
Wenn der gründlich sagt, sie zahlen 5000, dann zahlen sie 5000 halt aus. Meter oder Jahr? Oh, komm, ich zahle. Ich will hier gar keinen Stress. Herr Gründlich, aber meine andere Sache. Ich habe den Herrn Althaus, wollte ich gar nicht jetzt, also ich wollte kein Rennen mit ihm fahren. Der stand auf der Straße. Das ist so aber nicht richtig. Seid aber ruhig jetzt, du hast das gar nicht gesehen ganz vorne. Ja, waren wir bei Herrn Gründlich und haben es gesehen. Ja, jetzt warte doch mal bitte. Der Herr Althaus stand auf der Straße und ich kam von hinten und dann ist der Herr Althaus losgefahren. Und ich wollte ihn überholen und der Althaus ist immer schneller und schneller und schneller geworden. Irgendwann waren wir nebeneinander. Und dann hat der Althaus sogar einen kurzen Schlenker nach rechts gemacht auf meine Spur, um mich zu ärgern. Das weiß ich ganz genau, Tino. Tino? 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 So, und dann wollte der, und dann wollte der links abbiegen und da bin ich hier daneben gefahren. Dann haben wir angehalten, weil ich ihn fragen wollte, ob es normal ist, dass man mit drei Anhängern rumfährt und mitten auf der Straße rumsteht. Perser? Aber Herr Gründlich, darf ich da jetzt Ihre 5000 Euro Strafe noch zahlen? Das ist ein Witz und lächerlich. Aber Herr Gründlich, darf ich da noch was anfügen? Weil wir, man hat es ja gesehen. Also der Herr Althaus war ja in Fahrt. Also er stand er, nicht. Nein, das Herr stimmt ja nicht. Kam, er hat einen 60 km/h Trecker und nicht 50. Wie kann ich ihn denn dann überholen? Du, er war beim Anfahren oder beim Langfahren. Ja, weil er stande. Ja, nee, aber da hat er ja, wo du angekommen bist, ja nicht gestanden. Ja, wir haben es doch gesehen, Willi. Natürlich. Ja. Siehst du da, Klarstein hat es auch gesehen. Ja. Was der ist angefahren, was macht man, wann fährt man an? Wenn man steht, fährt man an, oder? Dass der Tino gefahren ist und nicht stand, wie du das gesagt hast. Ja, aber trotzdem ist er gefahren. Aber jetzt darf ich mal die Frage stellen, wie kann ich mit einem 50 km/h Schlepper ihn überholen, wenn er angeblich gefahren ist? Das ist doch ein Witz. Das würde ich jetzt auch gerne mal hinterfragen. Ich glaube, das Ding muss nämlich mal auf den Prüfstand. Jetzt bin ich raus. So, alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bestimmt, was und macht euch von meiner Hofeinfahrt weg hier. Wenn morgen arbeiten ist, ey, du bleib hier. Das Tschüss. Ist ein Nachspiel. Oh. Traumhaft. Traumhaft. Herrlich. Schönes RP, muss man sagen. Sehr schönes RP. Das war witzig. So, warte mal, den lassen wir wieder aufs Feld fahren. Sollte funktionieren. Der ist fertig. Passt auch soweit. Wo ist mein Fendt? Fendt steht drin. Also es hat mich jetzt auch ganz kurz mal an Truefarming... Oh, lol. Nicht ernsthaft. Es hat mich jetzt mal ganz kurz an Truefarming 2 erinnert, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, okay. So, okay, Schlepper wechseln. Schlepper wechseln? Wieso Schlepper wechseln? Okay. Hat der durchgedüngt? Ist der wirklich durch? Der hat einmal komplett rumgedüngt. Perfekt. So, dann kann der... Ach so, ja, ihr habt recht mit Schlepper wechseln. Wir hätten den Strohsammler tatsächlich vor den 1050 spannen können. Das stimmt. So, jetzt guck mal, was wir an Stroh hier noch runterkriegen. Wir werden jetzt keinen riesen Hermann machen. Das war jetzt wie ein True Farming 1, oder? Mal ganz ehrlich. Das war jetzt schon ein bisschen... Boah, ich habe eine ganz schlechte Stimme, ey. Meine Stimme ist echt... Die ist so kurz vom kratzig... Also die ist schon so kratzig und so ein bisschen vom Weggehen. Ja, durch den Weizen am Hof bin ich gefahren tatsächlich. Da hatte ich einen Leck heute kurz vor Bestatt und da bin ich da durchgerollt. So, jetzt tun wir einmal die Messerwalze oben hinstellen und werden den mal losschicken. Ja, was meint ihr zu Feld 70? Nochmal ganz kurz. Was meint ihr zu Feld 70? Ist es eine Idee? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wenn wir... Natürlich müssen wir sehen, dass wir jetzt auch langsam Geld für den Hof und so weiter... Erstens können wir halt Baumwolle ernten. Ich habe schon mal nachgeschaut. Die haben 80... Das Feld hat 80%... Moment, das Feld hat 80% Ertragssteigerung und 100% Dünger. Also das wäre eigentlich nicht schlecht. So. Und ja, wenn wir vielleicht zwei, drei Felder mit durchgehend immer Baumwolle machen, dann könnten wir... Dann könnten wir das Feldmanagement eigentlich ganz gut hinbekommen.
glaube ich. Ich weiß halt auch nicht, ob am Ende das investierte Land eventuell zu unserem Hof mit reinzieht. Es geht ja darum, wer baut den schönsten Hof. Aber ich kann euch die Bewertungskriterien nicht sagen, weil wir sie nicht wissen. Die Bewertungskriterien macht am Ende die Projektleitung, beziehungsweise hat diese unter Verschluss. Die erfahrt dann quasi ihr, weil ihr ja mitentscheidet. Also ihr entscheidet natürlich mit, wer den schönsten Hof hat. Und dann ergibt das wieder so ein Gesamt aus Projektleitung, Community und so weiter. Abstimmung eben. Und da weiß ich eben nicht, ob am Ende die Hektar vom Hof auch mitzählen. Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ist schwierig. Wir haben gerade keine LU beschäftigt, das stimmt. Ja, wenn wir das jetzt so machen, dann beauftrage ich das LU mit der Baumwollernte. Ist auch Käse, weil das Baumwollfeld nicht fertig ist. Ich überlege, ob ich es mit Ansehen beauftrage. Ich rufe mal an. Mal gucken, was sich machen lässt. Hallo? Hallo? Krumbein, Lohnunternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Herr Krumbein, ich habe mal eine Frage. Was kostet Strohsammeln bei Ihnen, wenn Sie Stroh vom Feld abtransportieren? 340 die Stunde. Ach, das geht nicht pro Fahrt? Nee. 340 die Stunde. Ja, können Sie bitte auf der 68 das Stroh mit einsammeln? Ja. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. Na, wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. So, in diesem Sinne sind wir aber auch erstmal fertig, meine Lieben, und sehen uns. Schönster Hof ist nur der reine Hof und nicht Feldfläche in meinen Augen. Das ist richtig, aber trotzdem kennst du, Mike, und ich nicht die Bewertungskriterien. Also, wir müssen uns überraschen lassen. Das heißt auch nicht, dass das mit reinzählt. Es war nur eine Vermutung, dass es eventuell mit reinzählen könnte. Ob es so ist, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Kann ich euch absolut nicht sagen. Keine Ahnung. So, theoretisch könnten wir dann nochmal mit dem Dünger drüber gehen. Dann wären wir nämlich fertig, aber ich würde es auf nach dem Ansehen verschieben. So, gut. In diesem Sinne schicken wir den auch einmal los und machen Feierabend. Ach komm, wir fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Tschüss und ciao.